Bereits zum 15. Mal lud der erste österreichische Kleinwagenclub Sektion Haflinger in Verbindung mit dem Seiberer Bergpreis zum Haflinger-Treffen. Heuer konnte Johann Ettenauer, der diese Veranstaltung bereits zum 9. Mal organisierte, 19 Teilnehmer aus Ober- und Niederösterreich, Wien, Tirol, Kärnten und Bayern sowie aus der Schweiz und Deutschland bei der Raab-Kaserne in Mautern begrüßen. Aufgrund der Verlegung der Veranstaltung, diese sollte ursprünglich im Raum Krumau am Kamp stattfinden, wurde die Dauer auf einen Tag reduziert. Deshalb auch eine geringere Teilnehmerzahl, denn normalerweise sind es an die 25 Fans. Nach dem gemeinsamen Mittagessen auf der Fesselhütte wurde der am Vormittag gesetzte Trail-Parcours befahren. Ein ganz besonderes Exemplar brachte Roland Köfer aus der Schweiz mit, einen Dreiachs-Haflinger, der Haflinger 706. Der angereiste Teilnehmer kam aus Köln. Der Steyr Buchhaflinger ist ein kleiner, leichter Geländewagen mit Allradantrieb der österreichischen Firma Steyr Daimler Buch AG. Er wurde von 1959 bis 1974 produziert und vorwiegend als Militärfahrzeug an das österreichische Bundesheer und an die Schweizer Armee geliefert, aber auch in diversen zivilen Ausführungen gebaut. Vier angetriebene und einzeln aufgehängte Räder und ein rekordtiefes Leergewicht von rund 300 Kilogramm machten den Steyr Buch Geländewagen auch im schwierigsten Gelände erfolgreich. Der Haflinger ist je nach Radstand etwa 2,85 bis 3,15 Meter lang, 1,35 Meter breit und wird von einem im Heck eingebauten luftgekühlten Zweizylinder-Boxermotor mit 643 Kubikzentimeter Hubraum und 27 PS angetrieben. Nachteil des Fahrzeugs ist jedoch die vergleichsweise geringe Motorleistung und die damit verbundene niedrige Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h je nach Getriebe und Achsübersetzung. Daher ist er eher für längere Fahrtstrecken ungeeignet. Liebhaber transportieren ihren Haflinger heute bei längeren Anreisen zu Treffen bevorzugt mit Anhängern oder Kleinlastkraftwagen.